Nach monatelangem Streit über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland soll darüber heute der Bundestag entscheiden. Doch die 49 Euro sind quasi ein Einführungspreis. Jährlich soll geprüft werden, ob der Preis angepasst werden muss. Spätere Anhebungen also nicht ausgeschlossen. Nach dem Bundestag muss dem Gesetz dann aber auch noch der Bundesrat zustimmen. Schon das 9-Euro-Ticket sollte zum einen Menschen entlasten, zum anderen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ermutigen. Beides gelang, sogar etwas zu gut, was die rege Nutzung der Öffentlichen in dieser Zeit angeht. Was im Sommer für 3 Monate galt, wird nun also zur Dauerlösung. Allerdings für 49 Euro, also gut das Fünffache. Was für einen Monat in ganz Deutschland fahren dürfen, aber immer noch für viele ganz in Ordnung sein dürfte. Die mitregierenden Grünen sind dementsprechend begeistert. Wir wagen jetzt etwas, was viele von uns sich vorher nicht getraut haben, einmal das deutsche komplizierte System der Tarifverbünde zu revolutionieren, einmal einheitlich ein unbürokratisches Ticket für alle in Deutschland und das auch noch bezahlbar. Ab Mai wird das Ticket gelten, personengebunden und ohne jeden Schnickschnack. Die Bundesländer können aber eigene Regeln festlegen, zum Beispiel bei billigeren Sozialtickets, aber auch bei der kostenlosen Mitnahme von anderen Menschen, von Hunden oder Fahrrädern. Das kann also je nach Region unterschiedlich sein. 3 Milliarden Euro kostet das Ticket im Jahr. Bund und Länder teilen sich diese Summe. Wie diese Aufteilung geregelt ist, das sorgte gerade für Schlagzeilen, denn der Bundesrechnungshof hat verfassungsrechtliche Bedenken. Die Regierungspartei SPD nicht unbedingt. Der Bundesrechnungshof ist ein wichtiges Kontrollgremium. Am Ende hat er nicht immer recht. Ach so, das 49-Euro-Ticket heißt jetzt ja auf einmal Deutschland-Ticket. Der einfache Grund? Länder und Verkehrsbetriebe drängen darauf, dass der Preis auch steigen darf. Die 49 Euro sind demnach nur ein Einführungspreis. Es bleibt offen, für wie lange. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.